Am westlichen Stadtrand von München hat das Lohnunternehmen Strobel Agrar seinen Betriebsstandort. Das Umland von München bietet dem jungen Lohnbetrieb ein breites Aufgabenspektrum von der Bauwirtschaft über den Winterdienst und Agrarservices. Dementsprechend vielseitig und flexibel ist der Fuhrpark aufgebaut. Wir begleiten dieses interessante Lohnunternehmen eine Saison lang für eine neue Kurzfilmreihe hier in unserem YouTube-Kanal. Strobel Agrar wurde 2014 aus einem landwirtschaftlichen Betrieb heraus gegründet. Dominik Strobel hat das Lohnunternehmen aufgebaut und neben klassischen Lohnunternehmertätigkeiten im Agrarsektor vor allem die Bereiche Erdtransport und kommunale Arbeiten stark entwickelt. Wir begleiten den 30-Jährigen einen Tag lang bei der Arbeit. Früh geht es raus aus dem Stadtgebiet durch die Rush Hour ins Münchner Umland. Dominik ist auf dem Weg zu zwei seiner Erdmulden. Alle seine Tandem- und Tridem-Mulden sind stark nachgefragt. Die Baubranche boomt. Diese Sandkuhle in der Nähe von Pfaffenhofen an der Ilm wird renaturiert. Über 3 Wochen ist Strobel Agrar mit 2 13-Kubikmeter-Mulden hier für den Erdtransport beauftragt. Neben dem eigenen Fendt 930 Vario kommt dabei auch ein 410 PS starker Klaas Aktion 950 zum Einsatz, der als Leihschlepper derzeit im Testbetrieb bei Strobel läuft. 15.000 Kubikmeter Material gilt es in der ersten Phase dieses Auftrags umzulagern. Später folgen noch einmal 100.000 Kubikmeter. Die Arbeit auf Baustellen ist für Strobel attraktiv, verlangt aber auch ein hohes Maß an Flexibilität. Die Traktoren leisten ca. 1.500 Betriebsstunden pro Jahr. Gute Kontakte zu Bauunternehmern sind das A und O. Für Dominik geht es weiter zum Xerion, der heute bei einem Großkunden im Münchner Norden Gülle im stehenden Mais ausbringt. Kein einfaches Betätigungsfeld für den Lohnunternehmer, denn der Wettbewerb in der Region ist groß. Die Anforderungen an die Ausbringtechnik werden oft von den Kunden vorgegeben. Hier bekommt nur jener Lohnunternehmer den Zuschlag, der neben dem Preis auch bei der Zuverlässigkeit und Arbeitsqualität punktet. Der Kunde, das Gut Karlshof, ist bekannt für seine extensive Ochsenmast, von der auch das Münchner Oktoberfest beliefert wird. Für den Karlshof bringt Strobel Agrar in dieser Saison ca. 12.000 Kubikmeter Gülle und Gärsubstrat aus der Biogasanlage aus. Aufgebaut auf dem Klaas Xerion 3800 ist ein 15 Kubikmeter Tank von Zunhammer. Das Schleppschlauchgestänge ist 10 Meter breit. In diesem Wachstumsstadium ist der Nährstoffbedarf der Maispflanzen besonders groß. Stickstoffauswaschungen werden im Gegensatz zur Gabe mit der Aussaat im Frühjahr reduziert. Die Düngung kommt also genau zur richtigen Zeit. Auch ist die Befahrbarkeit der Böden jetzt Ende Juni meist besser als im Frühjahr. Der Xerion ist für die Arbeit im bis zu 75 cm hohen Maisbestand mit Pflegebereifung ausgerüstet. GPS-gelenkt steuert Mitarbeiter Florian mit dem Xerion Bahn für Bahn durch den Bestand. Er ist gelernter Landwirt und bereits seit 3 Jahren fest bei Strobel Agrar angestellt. Informationen zum Auftrag und den Flächen erhält Florian über ein Tablet in der Kabine. Die Zubringlogistik wird flexibel und nach Kundenwunsch organisiert und zusammengestellt. Bis zu 1000 Kubikmeter oder 50 Hektar Maisfläche sind am Tag unter solchen Bedingungen gut zu schaffen. Weiter geht es wahrscheinlich zum Highlight in Strobel Agrars Fuhrpark. Den Fan-Favorit Vario 926 hat Dominik 2015 gebraucht für 34.000 Euro von einem Agrarbetrieb in Tschechien zurück nach Bayern geholt.
Dort ist er zuletzt nur noch vor einer Pflanzenschutzspritze gelaufen. Bei Strobel Agrar wird der stufenlose Kulttraktor nun wieder richtig gefordert. Moritz ist als Aushilfe bei Strobel Agrar tätig. Mit dem Tridem Strautmann Ladewagen ist er heute in der Häckselkette des Lohnunternehmers Hollinger eingeteilt. Solche Kooperationen und Subunternehmerarbeiten sind für Strobel Agrar und die befreundeten Lohnbetriebe eine gute Möglichkeit, flexibel und auftragsbezogen zu reagieren. In diesem Fall wird Ganzpflanzensilage für eine weiter entfernte Biogasanlage gehäckselt. Knapp eine Stunde ist Moritz für eine Fuhre unterwegs. Später am Nachmittag muss Dominik auch selber aufs Feld. Zwei Grünfutterkunden möchten ihr Heu unbedingt noch vor Eintreffen eines von Süden heranziehenden Unwetters gepresst haben. Mit dem JCB Fast Truck geht es vom Betriebsstandort in das 35 Kilometer entfernte Sittenbach zwischen München und Augsburg. Der Zugtraktor ist offensichtlich etwas Besonderes. Es handelt sich bei diesem Sondermodell um eines von wenigen in Bayernfarben lackierten Fahrzeugen, mit dem das 25-jährige Jubiläum des Fasttrucks speziell in Szene gesetzt wurde. Für den Lohnunternehmer ein guter Wiedererkennungswert und gleichzeitig mit den 60 km/h Höchstgeschwindigkeit genau das richtige Zugfahrzeug für einen schnellen Transport der Quaderballenpresse zum Kunden. Der 220 PS starke Traktor läuft im Sommer hauptsächlich vor den Pressen. Grundsätzlich ist der Schnellläufer mit dem stufenlosen Getriebe aber für sämtliche Transportaufgaben eine gute Wahl. Wir werden in den nächsten Wochen mit weiteren Kurzfilmen dem Team des Lohnbetriebs Strobel Agrar über die Schultern blicken. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal. Weitere Informationen über Strobel Agrar und auch den Weg zur Bewerbung auf eine der Fahrerstellen findet ihr auf der Internetseite des Betriebs unter strobelagrar.de.